Wir sind heute auf dem Online-Karrieretag 2015 in München. Neben mir ist Karl Pittrich, Head of Engineering von HolidayCheck. Hallo. Hi. Ihr seid das größte deutschsprachige Bewertungs- und Reiseportal. Welche Rolle spielen Bewertungen heutzutage in der Online-Welt und welchen Einfluss können sie auf Kunden nehmen? Ich glaube, die nehmen großen Einfluss auf Kunden. Also ich selbst ziehe mir immer Bewertungen an, bevor ich Waren kaufe oder Dienstleistungen bestelle, die ich nicht kenne. Auch gibt es einen Trend, dass viele immer vorerst auf die negativen Bewertungen schreiben, weil sie einfach davon ausgehen, dass die Ehrlichen sind. Und da legen wir eben bei HolidayCheck ganz großen Wert drauf, dass diese Bewertungen authentisch sind und dass diese Bewertungen auch, dass das Environment so ist, dass jeder seine Bewertungen ganz ehrlich abgeben kann und keine Konsequenzen davon trägt. Also HolidayCheck legt Wert auf Authentizität bei den Bewertungen. Was tut ihr gegen gefälschte Bewertungen? Wie geht ihr dagegen vor? Also wir haben da ein großes Team, ein Team, das sich um diesen Content, um diesen User-Generated Content kümmert. Das geht so weit, also die prüfen alle Bewertungen von Hand. Wir können einen Teil automatisieren, aber alles, was im Zweifel ist, wird manuell geprüft von echten Menschen, die auch entsprechende Erfahrung haben. Und was wir dann in weiterer Folge tun, ist, dass wenn es tatsächlich zu Streitfällen kommt, wie dieses Jahr im März gab es ein Bundesgerichtshofsurteil zugunsten von HolidayCheck, wo wir gewonnen haben gegen ein Hotel, das uns verklagt hat, weil ein Gast in dem Hotel eine schlechte Bewertung auf HolidayCheck abgegeben hat. Und das Hotel wollte das gelöscht haben und wir haben da Recht bekommen. Das heißt, für die Authentizität der Bewertungen unserer Kunden und unserer User auf der Webseite gehen wir bis zum obersten Gerichtshof sozusagen. Also wir legen größten Wert drauf auf die Authentizität. Umgekehrt achten wir auch ganz stark darauf, dass Hoteliers oder die Betreiber oder die Veranstalter der Reise keinen incentivierten Einfluss auf die Bewertungen nehmen. Das heißt, es gibt oft Hotels, die sagen, bewerte uns, dann kriegst du einen Gutschein. Auch das kontrollieren wir, auch im Feld. Da gibt es Leute, da legen wir wirklich den größten Wert drauf. Okay, Themawechsel. Du bist Head of Engineering, also IT-Abteilung. Was müssen eure Bewerber mitbringen und was müssen sie leisten? Also ich versuche immer Leute zu finden, die mich sowohl im ersten Kontakt als auch im Werdegang überzeugen können, dass sie ständig was lernen. Speziell, wenn man jetzt Entwicklung im Frontend-Bereich ansieht, HTML, JavaScript, wo wir viel davon natürlich einsetzen, da bewegt sich diese Branche total schnell. Und da muss man einfach alle paar Monate, Jahre was Neues lernen. Und auf das lege ich großen Wert. Und ansonsten versuche ich einfach, Leute zu finden, die Spaß an dieser Sache haben, die nicht machen, weil sie müssen, sondern weil sie es einfach auch machen wollen. Und dass diese Leute, wie soll ich sagen, ein Teamfit sind. Also ich hire nicht für Cultural Fit, weil viele Leute haben viele verschiedene Cultures. Und das ist auch super so, aber ich hire, passt der in eins dieser Teams, die wir haben? Oder kann ich mit dem sogar ein neues Team machen? Und erst in zweiter Linie kommt, was hat der schon gemacht, was kann der, worauf hat der sich spezialisiert, wo hat der seine Fähigkeiten. Ich versuche immer, wenn ich ein Team habe, versuche ich es immer so zusammenzustellen, dass jeder von jedem in irgendeiner Form auch fachlich profitieren kann. Und das kommt jetzt gar nicht so auf die fachlichen Dinge an, wobei die natürlich wichtig sind. Und diesen kompletten fachlichen Aspekt in Softwareentwicklung, den möchte ich zusammenfassen in Software Craftsmanship. Das kann man auch ergoogeln, da gibt es Konferenzen darüber, dass man einfach handwerklich hochwertige Software herstellt, die dann einfach auch den entsprechenden Nutzen für den User und für den Kunden, der die Reise bei uns bucht, bietet. Für Bewerber, wie läuft der Prozess ab? Also da lege ich ganz großen Wert drauf, dass erstens mal ganz ehrlich ist, weil wir haben natürlich, HolidayCheck gibt es seit 15 Jahren, das heißt, wir haben auch Legacy-Software, die zeigen wir immer her. Wir zeigen immer erst die schlimmen Teile und zeigen dann die schönen Teile, dass die Bewerber, also es ist mir ganz wichtig, dass jeder Bewerber einen sehr, sehr ehrlichen Eindruck über die Organisation bekommt. Und dann, wir machen ein Screening-Interview, das mache ich eigentlich für alle, auch wenn er in München ist, über Skype, um einfach, damit alle ein gleiches Umfeld haben und damit man nicht
voreingenommen ist von einem, weil der ein komisches T-Shirt trägt oder einen Anzug anhat, was auch unüblich ist und so. Aber also ich versuche immer für alle möglichst gleiche Bedingungen zu schaffen. Dann gibt es ein einstündiges oder je nachdem Interview via Skype, das ist auch technisch. Also ich bin selber auch Techniker und Software-Engineer. Ich frage nach vielen Dingen wie, was machst du, was hast du zuletzt gelesen, was waren die drei letzten Fachbücher, welche Open-Source-Software gibt es von dir, was ist dein GitHub-Account, das ist mir sehr wichtig zu sehen, was machen die Leute auch in der Realität oder was treibt dich, um rauszufinden, also gibt es sehr viele Dinge. Und na, wenn dieses Interview so positiv ist, da schlafe ich auch typischerweise drüber, das entscheide ich nie ad hoc, dann gibt es ein zweites Interview, auch so eine, meistens 2 Stunden, weil das ist auch meist lustig, 3 Stunden sogar. Da kommen die rein, da sind 1 oder 2 von unseren Engineers und die machen dann irgendwas. Also die, wenn die den schon kennen zum Beispiel, ist auch passiert, oder sein GitHub, ja, dann reden die einfach über irgendwelche Dinge, wie er das angehen würde, wie er das angehen würde oder wie die das angegangen haben und gucken um Feedback. Oder sie machen einfach eine konkrete, abstrakte Programmieraufgabe oder sie haben gerade ein Problem gelöst und dann lösen wir das nochmal und finden einfach raus, wie die Leute denken und wie die im Team funktionieren. Und wenn die dann, meine Jungs dann sagen, yeah, den heiern wir, dann heiern wir den einfach. Dann gibt es noch meinem Chef, dem Timo, das ist unser CTO, der ist auch ein Techniker, ist auch selten, ist, sind meistens so Business-Leute und Timo ist super. Dann gibt es dann noch einen kurzen Screener, der macht das meistens auf Skype, weil er viel unterwegs ist, 1/4 Stunde, 20 Minuten und der sagt dann yes und dann gibt es einen Vertrag zu wahnsinnig guten Konditionen, wie ich finde, auch für Münchner Niveau, da sind wir schon am oberen Ende dabei, natürlich für die Leute, die dann auch entsprechend durch diese 3 Runden durchkommen, aber wo ich mich immer sehr bemühe, ist, dass es zeitnah Feedback gibt, schafft man natürlich nicht immer, aber grundsätzlich schaffen wir es oft so, dass ein Recruiting-Prozess vom Erstkontakt bis zum Vertrag in 2 Wochen komplett durch ist und das ist gut, da weiß dann jeder, woran er ist und ja, das Problem ist, meistens sind irgendwo angestellt und dann dauert es noch eine Zeit, bis der dann kommt, aber ja, und grundlegend ist es so, dass wir jetzt hier in München schon 2 komplette Teams haben, die wirklich alle Software-Craftsmen sind, also die auch auf einem entsprechenden Niveau miteinander kommunizieren, sodass wir jetzt auch in die Lage kommen, dass wir tatsächlich wen mal aufnehmen, den wir dorthin auch mithelfen können, den dorthin zu bringen. Was macht ihr, um Talente anzulocken, gerade insbesondere vor dem Hintergrund, dass extremer Fachkräftemangel herrscht? Ja. Ja, stimmt. Also es herrscht der Mangel tatsächlich. Also die Alleinstellung ist natürlich super schwierig. Ich versuche es halt einfach damit zu machen, dass wir einfach ein tolles Umfeld bieten. Mehr kann ich eigentlich auch nicht tun. Also ich glaube zum Beispiel gar nicht an irgendwelche monetären Incentives oder irgend so ein Zeug, wo man dann immer der Karotte an der Schnur nachläuft, sondern wir versuchen einfach ein wirklich gutes Environment zu machen. Ich plane auch die Budgets für das Engineering. Wir haben da wirklich signifikanten Betrag geplant, dass Leute auf Trainings, Konferenzen und so weiter besuchen können. Und die nutzen wir natürlich auch, um Leute auch tatsächlich anzusprechen. Das macht auch jeder Mitarbeiter zum Teil. Wir gehen viel auf, in München gibt es sehr viele Meetups, deswegen ist München ein ganz attraktiver Standort. Auf meetup.com für JavaScript, Scala, was in unserem Technologie-Stack ist. Und da gehe ich auch selber hin, manchmal spreche ich auch dort oder einer von unseren Jungs und unseren Leuten. Und da sprechen wir dann auch konkret Leute an und sagen, hey, hast du Bock, das machen wir. Oder wir sagen auch, das machen wir. Und dann kommen Leute und sagen, hey, das interessiert mich, kann ich das bei euch lernen? Und da kommt man schon an welche, aber es ist trotzdem super schwer. Also wir müssen leider auch viel mit Headhuntern arbeiten, was immer teuer ist und es hat immer so einen Beigeschmack. Das gefällt mir nicht so gut. Ich finde auch, die machen den Bewerbermarkt ein bisschen kaputt und so, weil da die Authentizität zwischen den Leuten rausgeht, weil da immer wer dazwischen ist. Und wir machen natürlich so Events wie hier, diesen Online-Karrieretag und auch verschiedene Gelegenheiten nutzen wir einfach dazu. Der Online-Karrieretag, wie läuft es denn bisher am Stand? Sind schon Talente gekommen, die sich eignen könnten? In der Tat, auch für Engineering habe ich schon zumindest 2, was für einen Tag eine gute Ausbeute ist. Normal hat man 2 nach 2 Monaten oder so, die einfach auf so einem Niveau sind. Also ich habe tatsächlich 2, die interessant sind. Das Problem ist, einer kommt von einer Schwesterfirma aus unserem Konzern, da muss man noch aufpassen. Aber grundlegend gut. Was mir auffällt, natürlich wenig Engineers und Aufforderung an alle Damen. Engineering ist auch ein Damenjob. Also alle Mädchen sollten sich auch in diese Branche bewegen, weil alle, die heute hier waren und weiblich sind, wollten Online-Marketing machen. Das finde ich sehr schade. Und im Engineering verdient man auch viel mehr. Da kann man viel schönere Klamotten kaufen. Da drüben ist Mein Theresa, da gibt es sie dann zu kaufen.
Also ich würde empfehlen, sich in diese Richtung zu bewegen. Aber es waren ein paar dabei, die schon durchaus ganz gut sind. Es sind halt viele Entry-Level und wir haben jetzt nicht so viele Entry-Level-Positionen, aber ein paar schon. Und ich habe schon einen ganzen Stapel CVs gesammelt. Und es ist interessant. Es ist auch sehr interessant zu sehen, dass für viele ist es anscheinend auch der erste Event dieser Art und so. Und die haben ihren ersten Anzug mit ihrer ersten Bewerbungsmappe. Das finde ich sehr, sind dann auch ein bisschen nervös. Finde ich ganz toll, dass sie es gleich tun. Da sind auch welche dabei, die erst im Jahr fertig sind mit Ausbildung oder Uni. Und das finde ich super, wenn man da auch früh anfängt und auch Feedback fragt. So, der eine hat mir seinen CV gezeigt und gesagt, wie findest du den? Komme ich mit dem irgendwie weiter? Und sage, ja, vielleicht nicht 14 Punkte Schrift, ein bisschen kleiner, aber das ist schon gut. Also ich finde den Event ganz gut, ja. Ja, super. Vielen Dank.